Hallo, willkommen in meinem YouTube-Kanal Beer Spice Tips. Heute erzähle ich, wie der Simulator der Worst-Case-Analyse und der Sensitivity-Analyse für eine Simulation oder für eine Schaltung berechnet. Davor haben wir diese Chebyshev-Filter mit verschiedenen Parametern mit Toleranzen. Wenn ich die Simulation-Settings oder die Simulation-Profile öffne, können wir sehen, ich mache hier eine Simulation in den Frequenzbereich. Und ich mache hier, ich selektiere Monte Carlo Worst Case und dann selektiere Worst Case Sensitivity. Wichtig ist, die Worst Case Analyse und die Sensitivity werden beide gleichzeitig berechnet. Warum? Weil es ist wie der Algorithmus im Hintergrund funktioniert, ja, dieser Algorithmus vom Simulator. Und um diese Algorithmus zu benutzen, was oder zu berechnen, was benutzt das Tool? Benutzt. Genau, wo oder der Punkt, wo wir Interesse haben, in diesem Fall ist die Ausgangsspannung, Vout. Und was ist interessant für uns ist, die Voraussetzungen, das ist unter More Settings, die Collating Function. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel maximale Werte, minimale Werte, diese von hier, die Epsilon Max, das ist die maximale Ausgangsspannung. In dem Punkt, wo die Ausgangsspannung mehr Unterschied in Bezug auf die nominale Kurve H ist. Und da haben wir auch natürlich hier die the first rising threshold crossing, also in der positive Richtung oder in der Erhöhung, und die first falling, also in der Decrease-Situation. Gut, das sind die fünf Optionen, die wir hier im BSPICE AT haben. In diesem Fall werden wir mit der maximalen Berechnung arbeiten und wir haben hier für die Worst-Case-Berechnung zwei Richtungen. Positive Richtung und, also Entschuldigung, High-Richtung und Low-Richtung. High-Richtung bedeutet, okay, ich will, oder für mich ist wichtig, die maximale Ausgangsspannung oben von der nominalen Trace oder Kurve, ja, oder in der Low-Richtung, also das bedeutet unten von die unten von der nominalen Kurve. Okay? Soweit wir das haben, in diesem Fall wollen wir, oder für uns ist wichtig, die maximale Spannung oben von unserer nominale Kurve. Okay, bitte das, diese Information im Kopf halten. Deshalb diese Output Variable ist sehr wichtig. Wenn Sie können hier Spannungen oder Ströme berücksichtigen, wichtig ist, wenn Sie zum Beispiel der Ripple berücksichtigen wollen, dann können Sie das hier nicht definieren oder berechnen, sondern Sie müssen BSPICE Advanced Analyse benutzen. Gut. Wie funktioniert dann der Algorithmus? Wir haben gesagt, wir wollen für uns ist wichtig als Voraussetzung die maximale Ausgangsspannung von unserem Filter, zum Beispiel. Und stell dir vor, wir haben diese vier Bauelemente mit Toleranzen. Was macht der Simulator? Der Simulator macht eine erste Simulation mit diesen Bauelemente, mit den Werten, die sie haben. Das wäre die nominale. Und berechnet oder notiert es der Simulator die maximale Ausgangsspannung für meine nominale Kurve. Dann der Simulator sagt, okay, ich nehme diesen Kondensator und dann variiere ich ein bisschen den Wert in der positiven Richtung und in der negativen Richtung. Zum Beispiel 10,1 Nano und 9,9 Nano. Und für jede Werte berechnet die Software maximale Ausgangsspannung. Wir haben gesagt, dass für uns die Voraussetzung ist, dass wir wollen die maximale Ausgangsspannung in der High Direction von der Nominale. Das bedeutet, dass der Wert muss größer werden. Deshalb die Schaltung wird das notieren, was für die beiden Werten, also für 10,1 Nano oder für 9,9 Nano, eine große Werte hat.
weil wir suchen die maximale Ausgangsspannung. Dann, der Simulator macht dasselbe für diesen Kondensator, dasselbe für diesen Widerstand und dasselbe für diesen Widerstand. Soweit das der Simulator das gemacht hat, der Simulator hat auch notiert, welche, wie viele Änderungen in meiner Ausgangsspannung gibt für jede kleine Änderung in jede Richtung. Also der Simulator automatisch weiß oder berechnet auch die Sensitivität, also welche von diesen vier Parametern verursachen mit einer kleinen Änderung mehr Unterschiede Ausgangsspannung. Und dann berechnet oder kann auch den Worst Case berechnen. Warum? Weil der Simulator hat schon auch notiert, für welche Werte oder in welche maximale Richtung muss jede Parameter variieren, um die schlimmste Ausgangsspannung zu berechnen. So funktioniert die Schaltung, der Simulator. Simulieren wir hier und dann gucken wir die Ergebnisse. Wir kriegen erstmal natürlich die nominale Trace und die Trace als Worst Case. Und wenn wir in der Output-File klicken, wenn wir nach unten, ganz nach unten scrollen, kriegen wir das. Erstmal, die schlimmste Wert, die maximale Ausgangsspannung, ist diese von hier, genau in diesem Punkt, für diese Frequenz. Und das ist der Abstand in Bezug auf die nominale Kurve. Und dann, wir sehen hier, in welche Richtung hat der Simulator automatisch jede Parameter von jedem Bauelemente bewegt, ja, increased oder decreased, um diese Berechnung zu machen. Und wie gesagt, wie weiß der Simulator, in welche Richtung das gemacht werden muss, wie gesagt, mit dieser Sensitivity-Strategie. Hier kriegen wir auch, wie viel ändert meine maximale Ausgangsspannung. Und wir kriegen hier die maximale Ausgangsspannung, wenn, in welcher Frequenz, wenn dieser Widerstand 1% variiert. Okay? Und dann kriegen wir hier, wie viel Prozent wird meine maximale Ausgangsspannung enden, wenn eine kleine Änderung in diesem Widerstand gibt. Dasselbe für die anderen Bauelemente. Warum ist eine Sensitivity-Analyse wichtig? Weil, zum Beispiel, für mich ist kritisch die maximale Ausgangsspannung, habe ich ja gesagt. Dann, was ich machen kann, ist, okay, ich weiß, dass dieser Widerstand einen niedrigen Wert für Toleranz haben muss. Warum? Weil eine kleine Änderung verursacht eine große Änderung, zum Beispiel. Im Gegenteil, dieser Widerstand für meine Voraussetzung, diese maximale Ausgangsspannung, gibt es wenige Variationen. Dann, für diesen Widerstand muss ich eine sehr niedrige Toleranz benutzen, aber für diese kann ich eine größere Toleranz benutzen. Das bedeutet, dieser Widerstand von hier wird teurer als diese, weil diese Toleranz wird größer oder kann größer werden. Okay? So, mit Sensitivity kann ich die Kosten sparen und worst case kann ich die Qualität und die Zuverlässigkeit für meine Design bekommen oder berechnen. Ich hoffe, dass es weiterhilft. Vergiss euch nicht zu abonnieren und bei Fragen einfach schreiben. Vielen Dank!